Es waren einmal drei Frauen, die an einen Brunnen kamen, um Wasser zu schöpfen. Nicht weit davon entfernt saß ein alter Mann und hörte, wie die Frauen über ihre Söhne sprachen. Mein Sohn, sagte die erste, ist der geschickteste und gelenkigste im ganzen Dorf. Mein Sohn, trumpfte die zweite auf, kann singen wie eine Nachtigall. Weit und breit gibt es keinen besseren Sänger als ihn. Die dritte Frau hörte nur still zu. Da fragten die anderen beiden Frauen sie, warum sagst du nichts? Naja, mein Sohn ist ein ganz gewöhnlicher Knabe. Er hat keine außergewöhnlichen Talente, aber er ist ein guter Junge und er wird immer sein Mann stehen. Die Frauen hatten ihre Eimer gefüllt und machten sich auf den Heimweg. Der ältere Mann, der das Gespräch der Frauen hörte, folgte ihnen. Die Frauen hatten ihre Eimer gefüllt und machten sich auf den Heimweg. Der ältere Mann, der das Gespräch hörte, folgte den Frauen. Die Sonne brannte an diesem Tag erbarmungslos und der ältere Mann sah, wie viel Mühe die Frauen hatten, die schweren Gefäße zu tragen. Als die drei Frauen eine kurze Pause machten, kamen deren drei Söhne ihnen entgegen. Der erste lief ihnen auf den Händen entgegen und schlug Rat um Rat. Welch ein geschickter Junge, riefen die Frauen. Der zweite stimmte ein wunderschönes Lied an. Und die Frauen lauschten ihm, zu Tränen gerührt. Der dritte aber lief zu seiner Mutter. Er griff wortlos den gefüllten schweren Eimer und brachte ihn nach Hause. Die Frauen sahen den alten Mann und fragten ihn, nun, was sagst du zu unseren Söhnen? Eure Söhne? Fragte der alte Mann verwundert. Ich habe nur einen einzigen Sohn gesehen. Es geht nicht darum, was du kannst, was du hast. Es geht um dein Herz. Es geht darum, dass du das Wesentliche siehst. Dass du siehst, wie du schenken kannst, wie du geben kannst. Unsere Mütter haben uns alles geschenkt. Unsere Mütter haben uns das Leben geschenkt. Und es wird immer Momente geben, wo du etwas zurückgeben kannst. Und wie so oft geht es nicht um große Talente, um große Fähigkeiten. Es geht um die Kleinigkeiten. Es geht darum, Zeit zu haben. Es geht darum, Liebe auszudrücken. Es geht um einen Anruf. Es geht um ein Treffen. Es geht um eine kleine Aufmerksamkeit. Am Ende unseres Lebens werden wir nur das bereuen, was wir nicht getan haben. Oder das bereuen, was wir viel zu selten getan haben. Und in so vielen Fällen werden Menschen sagen, ich hätte mehr Zeit für meine Eltern. Ich hätte mehr Zeit für meine Mutter aufbringen sollen, aufbringen können. Ich hätte da sein können. Ich hätte in ihren Augen sehen können, dass sie mich braucht. Ich hätte etwas zurückgeben können. Ein kleines Wort von dir macht so viel aus. Ein Ich liebe dich trifft eine Mutter immer und direkt ins Herz. Und manchmal musst du einfach nur da sitzen und zuhören, was die Mutter zu sagen hat. Und manchmal reicht es auch, einfach nur da zu sitzen, deiner Mutter tief in die Augen zu schauen und zuzuhören, was sie zu sagen hat. Mütter glauben nicht nur an Liebe auf den ersten Blick. Durch dich wissen sie, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Denn Muttersein ist eine endlose Liebesgeschichte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Zeichen von dir. Teile es jetzt, damit möglichst viele Kinder an diese Liebe erinnert werden. Und like meine Seite für mehr inspirierende Videos. Be happy, dein Björn.